Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde des gepflegten Strategiespiels. Hier ist euer Dan Fiennes und wir spielen wieder eine Folge, Folge 1 unseres Let's Plays mit Crusader Kings 3 und The Legacy of Persia. Hier ist unser Graf oder Scheich Rostam Karinzade von Mazandaran. Und ja, wie versprochen, ich habe mich mal nach ein paar Dingen umgeguckt, aber jetzt nicht so viel im Vorfeld jetzt geplant. Sondern ich habe speziell für unseren Halbbruder eine Partie gefunden, die ihm zwar nicht gefallen wird, aber die uns entspricht. Und zwar Songul Kori. Das ist türkische Herkunft mit einer anderen Sprache. Das passt natürlich jetzt theoretisch nicht ganz zu unserem Wir bleiben unter uns Thema. Aber wir wissen auch, wie groß wir sind. Er ist fleißig und gerecht. Und er macht sich selber nicht so viel aus Glauben und so diesen Konventionen. Ich glaube, er ist da eher nicht so hinterher, weshalb ich mir durchaus vorstellen kann, dass er da jetzt nicht so drauf guckt. Nichtsdestotrotz würde ich sagen, dass wir das machen. Wir kriegen dadurch natürlich ein Bündnis. Denke ich mal. Genau, wir kriegen dieses Bündnis und haben damit schon mal 900 Mann auf unserer Seite, die auch nicht ganz so weit weg sind, ne? Muss man auch sagen. Entfernungen haben damals eine Rolle gespielt. Ja. Unseren Sohn, unseren Erben, den will ich jetzt noch nicht verheiraten, aber da können wir mal gucken, wer von den Herrschern um uns herum tatsächlich sich vielleicht sogar mit uns verbinden könnte, ja, wenn es da überhaupt Möglichkeiten gibt. Aber um ehrlich zu sein, ich habe so ein bisschen hin und her überlegt. Ich glaube, wir werden unseren Sohn noch eine Weile am Hof behalten, aber eine Amme entsprechend einsetzen, die wir auch suchen können. Und dann lassen wir jetzt die Zeit laufen. Nebenbei, wir werden als allererstes hier oben mal angreifen. Vilaya von Derbent. Ich habe nämlich mal geguckt, wem wir alles Kriege erklären können. Und da sticht diese Zahl heraus. Wenn wir die eingenommen haben, dann gucken wir einfach mal. Weil wir haben halt überlegt, okay, wir sind jetzt so im ersten Step, haben wir vielleicht noch ein paar Skrupel hier unten loszulegen. Und vor allem haben die auch nicht diesen, die haben den gleichen Glauben, sind persisch. Ja. Ich kann jetzt auch zum Beispiel noch nicht so gut erklären, warum wir manche Leute angreifen können und manche wiederum nicht. Ja, also warum jetzt den und nicht. Könnten wir jetzt zum Beispiel den hier auch angreifen? Ich glaube nicht. Ja. Keine Ahnung, woran das liegt. Ich muss mich auch noch so ein bisschen an die Namen gewöhnen. Heitam, doch, da unten wäre. Das ist er hier. Und der wäre sozusagen auch auf der Gegenseite. Ne? Der will das die Kalifenautorität wieder unterstützen. Also insofern gucken wir mal. Wir lassen jetzt mal kurz die Zeit ein bisschen vergehen. Das Bündnis wurde geschmiedet. Die Verlobung wurde eben entsprechend angeregt. So, was ist sie denn? Sie ist. Also der Glauben und Kultur passen an der Stelle schon mal. Sie ist maßvoll, eigenwillig und großzügig. Sie ist schüchtern, geduldig, gebildet. Und zornig. Ja, 15 muss reichen. Ich glaube, so viel geben wir jetzt für eine Arme nicht aus. Karawanenführer. Diplomatie.
Er ist zusätzlich ein guter Arzt, ne? Aber er hat halt eine... Er ist hervorragend dafür geeignet. Und ich verstehe aber jetzt ehrlich gesagt nicht, warum. Nur weil er diesen Perk hier hat? Den hat er doch auch. Könnt ihr mir das erklären? Der ist viel besser als Gesamtcharakter. Wo ist er denn bitteschön? Er ist zu feige. Das passt für mich nicht zu einem bemühten Schreiber. Zufrieden. Ah ja, okay, jetzt hier. Ja, ja, okay, das verstehe ich. Das verstehe ich. Ja, ja, okay. Nee, dann passt es. Als Hofarzt. Das ist schon der gleiche. Wollen wir da jetzt nochmal einen anderen? Nee. Wir laden den sowieso schon als Karawanenführer ein und der kann dann zusätzlich noch unseren Hofarzt mimen. Dann hat der nämlich zwei Aufgaben. Wir haben nur eine mal angeworben. Dann passt es doch. So, dann gucken wir mal hier rein. Ein 15er, das finde ich gut. Dazu ein guter Verwalter. Ja, wenn der will und wenn der nicht zu viel kostet. 45, ja. Schariar. Er kostet jetzt natürlich, aber hey. Ja. Muss sein. Ne, jetzt müssen wir noch ein bisschen nochmal aufs Geld achten. Und wir gucken mal an den Hofarzt. Der kann nämlich gerne auch den Hofarzt mimen. Genau, passt. Ein Erzeugwart. Schrecklich. Haben wir keinen guten. Jetzt müssen wir noch einmal ganz schnell auf unseren Sohnemann gucken. Der soll unterrichtet werden von unserer Amme. Ja. Genau. Dafür haben wir die doch. Mach mal ein bisschen schneller. Oh, unser Vater ist gestorben. Das ist ein Problem hier im Rat. Der war nämlich unser Ratsspitzel. Aber unsere Yasaman hier kann das doch übernehmen. Wir könnten den Krieg erklären und kurz einen Prozess machen, ne? Ein bisschen Kohle braucht man, ein bisschen Kohle braucht man, das hilft halt alles nichts. Die Stadt der Mundlosen. Was? Die Sonne ist bereits untergegangen, als Skorat, mein Bruder und ich gemeinsam durch die Wildnis außerhalb von Mazandaran reiten. Im düsteren Licht des Mondes erreichen wir einen Ort, von dem ich schon einmal gehört habe. Ein riesiges Labyrinth aus Menhiren, zerklüftet und schief. Eine Grabstätte oder Ritualplatz für ein vergessenes Volk aus längst vergessenen Zeiten. In die Steine wurden die Abbilder von Menschen gemeißelt, nur dass ihnen die Münder fehlen. Diese verwitterten Götzen starren uns kalt an. Wir versuchen vorbeizugehen und scheinen sie sich zu bewegen. Wir sollten hier nicht verweilen. Sagt Beben, doch ich kann mich umhin, mich zu fragen, wer waren diese Leute? Gibt es wirklich Geister? Aber wir sind zynisch. Klar, also beruhigt euch. Da gibt es gar kein anderes Vertun, leider. Das Wissen des Hofarztes wurde erhöht. Breiter Widerstand gegen die Bekehrung, okay. Jetzt
der schlechte Bildungswert hat. Das haben wir einen besseren, einen höheren, mit höherer Bildung. Eigentlich nicht. Ja, da muss er weitermachen. Hilft alles nichts. Die können wir streichen. Neues Gesetz. Begrenzte Lehnsautorität erlassen. Wissen des Hofarztes. Oh, er ist jetzt kein Jungarzt mehr, sondern... Ja, er war doch vorher schon Arzt. Ja, sehr seltsam. Und ein weiterer Ritter ist eingetroffen. Ein 14er. Ansonsten, er ist stark. Er ist halt der typische Haut drauf. Wir können ihn aber nicht holen, weil er 55 kostet. Ja, Leute. Ich würde auch vorschlagen, wir versuchen unser Glück. Haben wir eigentlich einen Prestigeverlust? Weil wir keine... Haben wir irgendwo einen Verlust? Zynisch? Hatsch? Nee, scheinbar nicht. Also wir könnten uns Nebenehepartner suchen, aber ich weiß nicht, ob ich das möchte. Okay, wir erklären hier den Krieg. Wir haben gehört, der hat nicht so viel zum Verteidigen. Und ich glaube, das schaffen wir sogar alleine. Gut. Nee, 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 nee. Nee, 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 nee. Wir gehen hier über Land. Ja, der Krieg kostet uns Geld, aber ich hoffe, wir erledigen das schneller, als wir bis 3 zählen können. Vorschlag abschicken. Moment. Seid gegrüßt, mein liebenswürdiger Vasall. Ich wäre hoch erfreut, wenn ihr euch persönlich um die Ausbildung meines Kindes... Hauseinigkeit von Zenit ändert sich auf Minus. Naja, klar. Wenn das so gewünscht ist, dann machen wir das. Warum nicht? Vielleicht bietet sie sich dann gleich direkt als Geisel an. Also nicht sich selbst anbieten, aber es böte sich eventuell an. Ein formbarer Geist. Die junge Tanas, Tochter von Ymir, ist endlich aus Zaidit angetroffen, um unterwiesen zu werden. Sobald sie sich eingelebt hat, beginnt der Unterricht hervorragend. So, wir gucken mal. An den scheußlichen Rostam. Ratsmarschall von Amir Muhammad von Damgarn. Ja, das ist mir eigentlich erstmal völlig egal, was du von mir hältst. Wir werden jetzt erstmal da die Armee vernichtend schlagen. Das sollte kein Problem sein. Wir gucken hier nochmal rein. Ein 13er. Der auch ein guter Ränkespieler ist. Wie viel will der haben? 30. Ja, gut, okay. Der ist vielleicht erschwinglich. Süßes Lächeln und kleine Lügen. Er hält... Ja, reizend wird er, okay. Seid gegrüßt, Scheich Rostam von... Ah, das ist ein bisschen blöd, da wird nicht angehalten. Ich bedauere, dass es so weit kommen musste. Ich weiß, dass ihr in Wahrheit einen anderen Glauben, Maizedaismus, pflegt. Wenn ihr wollt, dass ich schweige, werdet ihr tun, was ich sage. Der ist aber überhaupt nicht galant.
fleißig, gerecht, zynisch. Wir lehnen ab. Ja, das lassen wir uns nicht bieten. Wir sind jetzt allerdings hier fast schon sündig. Das passt aber ja zu unserem zynischen Charakter. Ja. Er will es jetzt nochmal wissen. Er wird da aber keine Chance haben, denke ich. Was den höchst Wert darstellt. Die Gelehrten von Bagdad. Mein Mündel Tanas und ich sind in Bagdad unterwegs, als wir, okay, einen ansässigen Gelehrten begegnen. Seid gegrüßt, Scheich Rostam. Seid gegrüßt, junge Fürstin. Unsere aktuelle Diskussion hätte noch einen Platz frei. Möchtet ihr euch beteiligen? Ja, das überlassen wir nicht, ne? Die ist 11 Jahre, was soll die an der Diskussion teilnehmen? Dazu ist es ein Weib, das, ja. Es dauert sehr lange, das einzunehmen. Ein Urinauslöser wurde aktiviert. Warte mal. Das Geheimnis eines Herrschers enthüllen. Ja, okay. Ein Ringenauslöser wurde von... Okay. Einbruch in die Waffenkammer. Mist, diese verfluchten Belger. Mein Mündel Tanaz und ihr Gefährte Scheiern wurden erwischt, nachdem sie sich in die Waffenkammer geschlichen hatten. Wissen Sie denn nicht, dass Waffen gefährlich sind? Tanaz wurde von einem Dienstboten festgesetzt, nachdem sie eine Rüstung umgeworfen hatte und danach einen für Scheiern suchte, der sich dabei wehgetan hatte. Es scheint, dass Tanaz übereilt und schlecht durchdachte Pläne mag. Ihr unternehmt auf der Stelle etwas, um einen Freund zu retten? Ja, bewundernswert. Warum nicht? Nebenbei, ich empfinde die Musik mal wieder als ziemlich laut, aber ich mache das, glaube ich, in jedem Let's Play. Ich schalte ihn nochmal eine Stufe runter. Wir haben einen feindlichen Kombattanten, der ist verwundet. Freilassung verhandeln. Rekrutieren und bekehren. Ja, aber eigentlich, der bringt uns eigentlich nichts, ne? Ja, wir werden später mit ihm verfahren. Wir gucken mal, wie das jetzt mit der Belagerung da voranschreitet. Die Armeen sind mittlerweile aufgerieben. Wir können uns ja mal in aller Ruhe derweil angucken, wie das mit den Steuereintreibern funktioniert. Und zwar, man kann Steuereintreibern erstens sogenannte Erlasse auswählen. Jetzt hier zum Beispiel grundlegende Steuern. Das ist eine ganz übliche Steuer. Da gibt es dann unterschiedliche, können wir uns gleich nochmal angucken. Da gibt es sozusagen das Zakat. Da kriegen wir also mehr Steuern. Allerdings auch Meinung vom Lehnsherrn weniger. Und so weiter. Ja. Darüber hinaus kann man natürlich die auch austauschen. Austauschen, genau. Jeder Steuereintreiber kann bis zu 12 Vasallen sozusagen die Steuern eintreiben. Und so verdient man auch sein Geld. Also es geht gar nicht anders. Ja, Punkt. Man kann die natürlich austauschen. Ich weiß gar nicht, welche durchschnittliche Eignung auch, ja.
Müssen wir uns bei Gelegenheit auch mal angucken. Okay, also wir haben hier gewonnen. So viel ist klar. Wir zwingen die Forderung. Und wir haben Ruhm erhalten. Und haben einen umkämpften Titel, den wir sozusagen unser eigen nennen können. Nämlich der Rebent. Okay. Was heißt das jetzt konkret für unsere Zahlen? Wir sollten eigentlich hier leicht erhöht jetzt sozusagen auch eine erhöhte Aufgebotsstruktur haben, aber viel war es ja nicht. Insofern alles gut. Übersteuerung sorgt für Banditentum. Genau, da können wir jetzt nochmal gucken. Haben wir durch unsere Ritter vielleicht einen besseren bekommen? Ja. Ja, da werden wir den reinpacken. Beim Ratsmarschall. Das ist unser Bruder, ne? Unser Halbbruder. Was kann der noch? Naja. Wir verlangen da mal die Bekehrung von unserem Halbbruder. Und auch sie wird sich bekehren. Heimischer Herd. Wir kriegen einen Verteidigervorteil, das ist nicht schlecht. Hier will ich hin, das kostet weniger Armeeunterhalt und bringt nochmal auf diese Aufgebotsstärke, da will ich unbedingt hin. Unser Lehnsherr mag uns immer noch nicht, obwohl er uns sozusagen seine Tochter gegeben hat, ne? Okay, nichtsdestotrotz haben wir ein wenig dazu gewonnen, würde ich sagen. Unsere Höflinge sind bekehrt. Ich gucke noch mal ganz schnell. Ach, schade. Okay, da kriege ich das nicht hin. Warte mal, probieren wir es mal hier. Wieso kann ich die nicht bekehren? Das ist ein bisschen blöd. Ja, unsere Frau soll da auf alle Fälle... Okay, unser Sohn ist jetzt schon 4. Aber irgendwie habe ich so das Gefühl, dass unsere Gattin nicht mehr schwanger wird. Wir haben Gefangene gemacht. Aber ihn wieder freigelassen. Wir halten jetzt 3 Domänen. Auf den hatte ich eigentlich als nächstes ein Auge geworfen, um ihn vielleicht sozusagen in unser Reich einzuverleiben, weil er tatsächlich auch noch ein unabhängiger Graf ist und damit sozusagen nicht zu diesem Herrschaftsgebiet gehört. Weil klar ist natürlich auch, neben uns wird natürlich auch unser Lehnsherr immer stärker, weshalb wir bei Zeiten sozusagen von ihm die Macht entreißen müssen. Frage, die sich mir stellt, er hat jetzt zum Beispiel wenig Gold, man könnte jetzt eine Zeit lang sparen. Und wenn wir dann sozusagen volle Stärke haben, er ist auch gerade hier mit den, oh krass,
Er greift gerade das Abbasidenreich an. Da macht er eigentlich was Gutes. Ja, weil wir sind ja auch gegen das Kalifat. Aber wenn er gerade geschwächt ist, ne? Lasst mich mal was kurz gucken. Kann ich die? Ja, einkerkern geht nicht. Ja, ich könnte mir nämlich vorstellen, dass wir vielleicht sogar relativ zügig einen Krieg vom Zaun brechen mit unserem Lehnsherrn, sobald wir hier einigermaßen sozusagen im Trocknen sitzen, hätte ich fast gesagt. Weil wir könnten natürlich hier unseren Verbündeten holen. Der ist gerade nicht im Krieg. Und zusammen wären wir stärker als hier unser Verbündeter. Der jetzt so oder so ziemlich schnell vielleicht auf den Deckel kriegen wird, ne? Wenn wir ihm den Krieg erklären. Kostet halt 500 Prestige. Wir können gar keinen Krieg erklären. Ein Ruhmmalus von 1000. Alter. Warum? Weil wir nicht genug Prestige haben. Ja gut, dann müssen wir einfach warten. Das hilft jetzt alles nichts. Dann können wir nicht anders als warten. Wir können natürlich noch eins machen. Wie schon gesagt, mal überlegen, wen wir sonst noch so... wir könnten den Titel unseres Lehnsherrn beanspruchen. Da fehlt uns aber noch mehr. Die Bürde der Steuerwirtschaft. Beruhigt euch. Wir können uns das gemeinsam ansehen. Bei einem kleinen Spaziergang durch meine Residenz komme ich an der Bibliothek vorbei, wo mein Steuereintreiber Kigobat in einem ziemlich verzagten Zustand zu sein scheint. Bei allen guten Mächten, murmelt er vor sich hin. Ich schaffe das nicht. Diese Abhandlungen über das Steuerrecht sind zu alt, zu vage, zu unübersichtlich. Wie soll ich jemals etwas finden? Ich wollte nur eine Kleinigkeit überprüfen, bevor ich mich wieder auf den Weg in die Provinz mache. Beruhigt euch, wir können uns das gemeinsam ansehen. Macht eure Arbeit oder ich lasse euch auspeitschen. Wir sind gerecht. Nein, wir sind fleißig. Wir versuchen ihm zu helfen. Ja. Ich glaube, das passt. Ihr seid immer für mich da und ich hoffe, dass ihr wisst, wie dankbar ich bin. Wenn ich es brauche, dann erwarte ich, dass ihr auch für mich da seid. Das ist es. Hier kommt einer Freundschaft näher. Will ich das überhaupt? Nein, wir wissen, von welchem Haus sie stammt und wir wissen auch, dass das nicht das Haus ist, dem wir ewig dienen wollen. Tja, nichtsdestotrotz, wir können nichts machen, solange wir hier ruhmtechnisch die Gemeindekontrolle. Seht ihr, das könnten wir mal machen. Das war das. Bitte hier mal mehr Gemeindekontrolle. Ratsprediger einstellen. Jo. Das passt. Warum geht das so langsam? Ach so, weil wir hier nicht mehr unterstützen, alles klar.
mit Argwohn. Ich nahm Tanas mit nach draußen, damit sie mit dem Bogen spielen kann. Und zu meiner Überraschung begegnete sie einem verwundeten Reh. Später beschuldigt sie mich wütend, das alles nur als eine Art Prüfung inszeniert zu haben. Ja, gewiss. Das war ganz gewiss eine Prüfung. Gut gemacht, Tanas. Sie erhält paranoid. Irgendwer leidet immer. Sorgt dafür, dass nicht ihr es seid. Boah. Ich glaube, hier ist es mal Zeit für die Würfel. Ich sehe jetzt nicht, warum kriegen wir hier Anspannung? Er ist gerecht. Ja, komm, es war eine Prüfung und gut ist. Ich glaube, ich würfel jetzt hier nicht. Da sind wir daheim. Wir haben jetzt 1300. Sind fast vollzählig. Und er hier. Ist gerade geschwächt. Wenn wir ihm jetzt den Krieg erklären und die Grafschaft erobern. Dann haben wir da ein schönes zusammenhängendes Ding. Wollen wir das machen? Weil ich sag mal, 85, das sind dann natürlich, boah, das sind dann wieder 85 Monate mehr, ne? Will ich das tun? Ja, oder? Oder wir freunden uns erstmal mit ihm hier an. Er ist unser Mitvasall unter dem aktuellen Herrscher. Komm, wir beeinflussen den mal. Machen wir das lieber so. Wir versuchen jetzt hier mal auf diese 500 zu kommen, um dann letzten Endes unserem Lehnsherrn das entsprechend zu entreißen. Während ich geduldig darauf warte, dass meine Kleider geholt werden, stottert ein Diener, Herr, niemand kann eure Kleider finden. Ich bin nur von Unfähigkeit umgeben, räumle ich und stürme aus meinem Schlafgemach. Im Zimmer meines Kindes Sherwin entdecke ich nicht nur meine Gewänder. Hä, haben wir ein zweites Kind bekommen? Ach nee, das ist Sherwin. Ah, klar, wie konnte ich das vergessen? Entdecke ich nicht nur meine Gewänder, sondern auch die Amme meines Nachwuchses. Ich hatte nichts damit zu tun, Lancer. Er hat sich selbst angezogen. Der kleine Halunke. Aha, er ist also ein Fürst der Mode. Dafür habe ich keine Zeit. Der kleine Halunke. Ja, ich glaube so. In diese Richtung würden wir ticken. Okay, da oben gibt es scheinbar ein Problem mit Bauern. Hofimam Mozaka von Asmanen ist nicht in Fraktionen erlaubt. Okay, kompetente Kadis. So kann ich nicht arbeiten, ruft mein Steuerntreiber. Hey, Gobat. Verdrossen und niedergeschlagen aus. Jedes Scharia-Gericht im Reich ist ein elender Hort der Unfähigkeit und behindert meine sämtlichen Bemühungen. Eine gute Steuerwirtschaft braucht kompetente Kadis, um die örtlichen Magnaten in Schach zu halten, damit eure Herrschaft in den Augen der höchsten Instanz gerecht und euer Anspruch auf den Großteil der Steuern gerechtfertigt ist. Ihr müsst mir Mittel an die Hand geben, um mehr und bessere Leute für die Gerichte einzustellen und die Befugnis, die korrupten alten Kadis zu entlassen. Fähige Magistrate. Ich habe nicht so viel Kohle, Alter.
Aber gut, wir kriegen dadurch natürlich auch wieder mehr an Steuern. Das ist vielleicht dann so verkehrt auch nicht. Was mich dazu bringt, wir könnten eh jetzt hier mal gucken, ob wir nicht, weil wir sagen können, diese unzulässig, okay, das könnten wir machen. Weniger Steuern, aber mehr Prestige, interessant. Monatliche Einnahme im Krieg. Wir könnten mal gucken, haben wir Vasallen, haben wir 5. Weißt du was? Wir stellen mal die Steuern kurz um. Gibt uns noch einen kleinen Push. Der angepinnte Charakter wird angegriffen von... Okay, könnte natürlich sein, dass das jetzt nicht so toll für uns läuft, weil natürlich, lass uns mal schauen, diesmal wird er direkt angegriffen. Das ist doch Mist. Ich hätte mir vielleicht die 150 so rein mal für die Ritter am Anfang doch sparen sollen. Das rächt sich jetzt so ein bisschen. Was ist das für ein Krieg? Anspruch auf... Aber wir würden dann zu diesem Königreich gehören. Was das dann bedeutet, weil vermag ich nicht zu sagen, aber... Severin gelingt erstmal etwas mit Zahlen. Dabei ist sie gar nicht so gut. Mit meiner Erlaubnis halten mein Sohn Sherwin und seine Amme Einzug in mein Gemach. Delba stellt sich wie ein Hofherold auf und verkündet: Lehnsherr, ihr werdet Zeuge eines monumentalen Ereignisses. Sherwin hat ein mächtiges Geschenk für euch, stupst. Sie stupst Sherwin nach vorn. Nur zu, Sherwin, sag es ihm. Vater, ich habe gerade einen Zahn verloren. Sherwin präsentiert mit Stolz ein zahnloses Lächeln und überreicht mir einen kleinen Beutel mit einem ausgefallenen Zahn drin. Ja, herrlich, aber behaltet den Zahn. Ein Geschenk verlangt nach einem Geschenk. Dafür habe ich keine Zeit. Herrlich, aber behaltet den Zahn als Glücksbringer. Hier. Geschenk verlangt nach einem Geschenk. Ja, das finde ich gut. Und damit erhalten wir den Zahn, den Milchzahn von Sherwin. Immerhin, er bringt uns ein bisschen Prestige. Ein bisschen mehr. Ja, immer, es geht immer ein bisschen mehr. So könnte man es sagen. Ja, ich glaube, da hat er halt leider. Werden wir jetzt geplündert? Am besten auch noch? Plündert er jetzt bei uns oder geht er zu dem anderen? Nee, es geht ja gar nicht bei uns. Okay, er wird da in der Schlacht geschlagen. Ja, schon mal minus 50. Eine unwürdige Herausforderung. Zuerst hielt ich den einfachen Fußsoldaten für einen Narren, als er mir auf dem Übungsplatz entgegentrat. Allerdings stellt sich der Kampf dann als deutlich härter heraus, als ich erwartet hatte. Und nach wurde klar, dass er nicht verhindern könne, dass er nicht verhindern können würde, mich mit seinen wilden und ungezügelten Schlägen zu verletzen. Es ging plötzlich um Leben und Tod. Meine einzige Rettung würde darin bestehen, ihn schnellstmöglich zu entwaffnen. Ich versuchte, meine Erleichterung nicht zu zeigen, als sein Schwert endlich zu Boden. Ziehe. Ich könnte mehr Leute wie euch an meinem Hof gebrauchen. Ja, das ist gerecht. Da können wir mal gucken. Da haben wir jetzt einen schönen.
Wir haben hier noch einen eingekerkert. Lösegeld fordern. Wollen wir den an unserem Hof haben? Wir töten den aber nicht. Wir verlangen die Bekehrung und schwaches Druckmittel und tschüss. Okay, unsere Bekanntschaft Hassan ist gestorben. Das war, glaube ich, unser... Ja. Emir Muhammad ist euer neuer Lehnsherr geworden, nachdem er den Titel erbte. Ist der Halbbruder oder der Bruder von dem gewesen. Was ist jetzt eigentlich mit den... Interessant. Ja, das ist sozusagen, das müsste ihr Onkel sein, ne? Ja, das ist ihr Onkel. Der ist jetzt der neue Sultan und ist das jetzt noch unabhängig? Oder gehört das jetzt hier in dieses Reich? Hey, der belagert tatsächlich meine Grafschaft. Was soll das? Massandran wird belagert. Hallo? Die Ostgrenze war lange Zeit ein Zufluchtsort für Heiden und sonderbare Sekten. Doch in Samara ist Kalif al-Mutaz darüber zunehmend besorgt. Wir haben von Afridustien in einer Region Scheichtum... Blablabla. Ich werde ein Exempel an ihn statuieren. Die heiligen Schriften in der richtigen Sprache werden ihnen den Weg weisen. Wir zahlen wieder was. Ich kann meinem Hofimann schicken, um ihnen eine Predigt zu halten. Leider habe ich dringliche Sorgen. Wir können uns das nicht leisten, also ist doch das hier das Beste. Ja. Aber das hier ist doch Kacke. Auch wenn es mich schmerzt, dies zu tun, habe ich doch die Pflicht, euch hiermit den Posten als Ratsmarschall anzubieten. Das ist jetzt natürlich mega großer Mist. Mega großer Mist. Überarbeiteter Steuereintreiber. Ja, leg mal eine Pause ein, komm. Macht es Sinn, ihm jetzt zu helfen? Macht es Sinn? Nee. Nee. Das war jetzt vielleicht nicht so dolle. Das schon eher. Ja, das ist nicht gut gelaufen. Ja, der wird das jetzt durchbelagern. Frage ist, was da mit uns passiert. Das Alter der Erkenntnis. Sie verdient es, von der Macht der höchsten Instanz, der Herr der Weisheit, zu erfahren. Er hält ein Geheimnis, Geheimglaube. Okay.
Ja, die Frage ist, was wir machen. Wir haben da eigentlich null Chancen, ne? Wenn der sich jetzt nicht irgendwie... Schon, das können wir im Prinzip auflösen. Das bringt nichts. Was? Einführung? Nein. Zu Glaube konvertieren? Nein. Tja, mein Sohn, Gurudatz. Wie hieß unser Vater? Quarin. Karin. So wird er genannt. Karin. Möge so stark und weise sein. Genau. Ah, sowas Blödes. Das war. Es war es eigentlich nicht wert, was wir da gemacht haben. Härte erdulden. Festungsstufe. Das kann uns jetzt gerade nochmal helfen. Wir haben da keine Kohle. Wir sind gerecht, deshalb können wir nicht so gut mit Morden. Einen neuen Glauben für Persien finden. Scheichtum von Baduspan. Das will ich doch aber gar nicht. Nö. Ja, ich. Der belagert jetzt uns durch, was natürlich mega kacke ist. Das wirft uns wahrscheinlich in der Entwicklung zurück und hast du nicht gesehen? Ausbildung endet. Mein Mündel Tanas ist nun erwachsen und es ist Zeit für sie, meine Obhut zu verlassen. Wir sehen uns wieder. Ja. Ist doch gut. Gerade noch rechtzeitig, bevor sie quasi gefangen genommen wird. Ich will das doch gar nicht. So. Tja, jetzt wird's spannend. Jetzt wird's spannend. Ob das schon hochtickt jetzt, weiß es nicht. Können wir ihn Lösegeld bezahlen? Er wird nicht annehmen. Was ist mit uns? Wir sind noch frei. Wo sind wir gerade? Hat Schaden genommen, okay. Vielleicht müssten wir dann doch mal einen Erzzeugwart einstellen. Das ist da ein guter Bildungswert verantwortlich, ne? Euer Ratsmitglied Shiria ist gestorben. Sowas Blödes. Jetzt haben wir wieder keinen guten. So ein Steuereintreiber. Scheich Shia hat euch als Dynastie überhaupt der Sassanid-Dynastie ersetzt.
Scheiße. Pardus Panzer von Huyan. Okay. Ja, weil wir aktuell halt ziemlich am Ende sind, ne? Aber wir haben ihn beeinflusst. Wir sind da gut unterwegs. Mündel anbieten. So, der Krieg müsste jetzt eigentlich gleich enden. Ist ja bei 100%. Wir haben den von der junge Missionar angeführten Krieg verloren. Held umkämpften Titel. Wir sind jetzt ein Vasall von... wie ist jetzt das? Das gucken wir uns noch gar an. Und da stehen wir im Direkt. Nein, das ist nicht so. Okay, er ist jetzt hier zusammengefasst worden. Wenn wir ihn angreifen... Haha, das ist doch mal ein Ward. Wir könnten uns dann unabhängig machen. Wir könnten das jetzt dann in der nächsten Folge auch theoretisch tun. Und wären dann ein unabhängiger Herrscher. Dem können wir nicht den Krieg erklären. Dem auch nicht. Dem würden wir nicht den Krieg erklären, aber dem könnten wir den Krieg erklären. Das einzige Blöde ist halt jetzt, dass wir jetzt eigentlich voll in der Einflusssphäre hier liegen. Er ist jetzt auch schon in dieser... Und wenn wir jetzt nur einen Unabhängigkeitskrieg führen gegen ihn, ne? Das bringt uns relativ wenig. Wir werden halt unabhängig. Und wenn er will, dann greift er uns an und... Ja, ich glaube, das ist... Das ist vielleicht keine gute Idee. Das ist vielleicht keine gute Idee, diesen Krieg jetzt zu führen. Das wäre gut gewesen, solange wir hier wären. Man kann keinen Titel mehr... Lehnsherrn-Titel beanspruchen. Boah, da fehlen halt noch ein paar... Da fehlen tatsächlich noch ein paar Prestigepunkte. Aber es ist nicht unmöglich... Man könnte durch die Aktivitäten zum Beispiel, wenn man eine Jagd veranstaltet, Prestige gewinnen, dass man sich so ein Stück nach oben arbeitet, dass das jetzt vielleicht so die mittelfristige Strategie ist, unseres Herrschers, der ja gerecht ist, fleißig, zynisch, Titel beanspruchen. Wir haben, das würde unsere... Blöde ist, wir brauchen einen Herzogstitel. Wir haben keinen Kriegsgrund. Wisst ihr was?
Wir versuchen mal unser Glück, indem wir hier uns einen Anspruch erschleichen. Wir sind gerecht, wir sind fleißig, wir würden das tun. Armeeunterhalt schalten wir auch noch frei. Und ja, ich denke, wir können an der Stelle auch erstmal die Folge beschließen. Es ist ja schon fortgeschritten, fast eine Stunde. Das tut mir fast leid für euch, aber da müsst ihr durch. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Macht's gut, bis dann, euer Don Firenze.